Hallo Jungs, passt auf mit den Louis RC oder Duratrax Truggy Rocket Reifen. Auf dem B-Rocket hatten wir natürlich auch das Problem von der Explosion vom Reifen mit 6S. Die sind 4S tauglich, aber 6S wird ein Problem. Und auf dem T-Rocket ist das meiste Problem nicht, dass der Reifen sich also zerstört. Das Problem ist, dass der Schaumstoff innen drin zu schmal ist. Heißt, man hat auf den Seiten überhaupt keinen Schaumstoff. Was dann passiert mit dem Gewicht vom Truggy? In den Kurven fährt man ja so, kommt man in die Kurve, verrutscht sich der Reifen, sieht man hier auf der Felge, und die Felge zerschneidet selber die Reifenflank. Ganz klar, man sieht hier, die haben im Traxxas-Style die Aufklebelage gemacht, wie es auch Arma gemacht hat. Arma ist jetzt verliere ich mein Deutsch. Bei Arma gibt es genau dasselbe Problem. Ich hatte ja die Badlands ähnliche Reifen vom Arma Outcast. Die hatten dasselbe Problem. Wenn man Offroad fährt auf der Seite, wenn man auf der Flank vom Reifen aufstoßt oder aufprallt, schneidet sich den Reifen hier, die Reifenflank innen auf der Lippe auf. Hätten sie lieber die Finger davon gelassen, auf die alte Weise aufgeklebt, einfach richtig aufgeklebt, da wäre es kein Problem. Das ist einfach schade. Natürlich sind die Reifen nicht so teuer, aber es ist einfach blöd, wenn man noch so viel Profil drauf hat und der Reifen zerschneidet sich. Und man hat dann keine Chance, der kleinste Schnitt hinten, hier hinten in der Flank, wenn man nicht aufpasst und Gas gibt, zerreißt den ganzen Reifen. Das passiert nicht mal bei Vollgas. Der Kollege ist nur aus der Kurve gegangen, langsam Gas angetippt, also halb Gas, vielleicht nicht mehr. Und da hat es ihm den Reifen total zerrissen und es ist nicht ein Einzelfall, es ist uns an mehreren Louis-Reifen passiert, die Truggy Rock Reifen, also die heißt die Noppen, die Stollenreifen, die haben allerdings nur wegen 6S, wegen zu viel Gas geben, ist zu viel nach vorne gegangen und der Kollege hatte keine Löcher reingemacht in die Laufspuren, aber es ist dieselbe Felge, also auch dasselbe Problem hier, dass die Felge den Reifen zerschneidet. Passt auf, Jungs, denkt daran. Tschüss. Ich finde den Knopf nicht mehr.